genau. Starten wir aber jetzt mal. Aber das ist ja schon mal Geschichte. Das ist mir auch egal. Ich wollte es machen. Das war eigentlich tatsächlich freilos so recht quasi. Scheiße. Das ist doch okay, um das. Um das vielleicht noch ein bisschen weh zu tun. Gehen wir mal drauf. Ja, da ist halt tatsächlich ein Wizard oder so, oder nicht? Wäre das Viech richtig, ja, wäre das Viech richtig. Bin ich gut, bin ich vielleicht da geblieben. Zauberkreis, gut, 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 Stami, sehr gut. Stami ist jetzt auch down. Wirbel ist natürlich eine Unlichtattacke, das ist klar. Oder Geist, wie auch immer. Ich gehe mal auf Giftschwall und alles andere als hier ab. Ich glaube, da ist dabei ein bisschen Spezialangriff zu steigern. Und der komische Ninja ist wieder mit dem Kampf. Aber halt nicht dein Pokémon. So, gehen wir auf Döner Düse. Das muss jetzt so. Ich muss jetzt irgendwas versuchen. Ja. Das Viech, das haut natürlich durch den Delegator wieder rein, ne? Klar. So, jetzt geht die Döner Düse da. Das kriegt tatsächlich nicht viel rein. Stami hat tatsächlich mit seiner Attacke und seiner Juwelenkraft echt viel abgezogen. Er quasi ist paralysiert. Das kann jetzt auch mal wegen jeder Runde so bleiben. So, Stami geht wieder rein. Die Zauberschein war es tatsächlich. Gar nicht mal Juwelenkraft, sondern Zauberschein war es. Krabbelkracher. Das bringt ja natürlich überhaupt nichts. Leg ich so ohne Ende fangen? Ja, weiter so, weiter so, weiter so. Weiter so. Komm. Noch eine Runde. Aber wenn das jetzt auch zwei Runden so geht, dann könnte das tatsächlich was der Quader packen. Aber wir müssen bei die viel Glück haben. Das wird natürlich jetzt ein bisschen stärker, weil, ne? Ihr kennt das ja. Natürlich geht das wieder auf das Stadion, geht auf das andere Video. Geht auf das, geht auf das Niemals, Mann. Egal. Ja, das Problem ist, Stadion ist das einzige Pokémon, was ihm richtig gut tun kann. Ja, das ist ziemlich mal. Okay, da geht jetzt erstmal wieder runter. Du siehst doch, dass du da nichts mit abziehst. Warum musst du denn die gleiche Scheiße wieder von vorne machen? Zenitstürmer, ja, das war's. Ich krieg diese scheiß Dynamax nicht rein. Nicht durch. Diese scheiß Nest geht mir auf den Sack. Ich komm nicht da durch. Egal gegen welches legendäre Pokémon. Das ist mittlerweile, keine Ahnung, der fünfte Anlauf und ich krieg es nicht gebacken, da irgendwas zu fangen. So, nehmen wir das vom Faxo mit, damit wir da auch ein bisschen was drin haben. Na, gut. Und dann die Beziehung. Gut. Ja, bitte mal sagen, wir können eh nichts mehr ändern. Ich krieg's nicht hin. Gut, wir machen Feierabend, wir sind in der nächsten Folge wieder. Und ja, wenn dann machen wir dann die Spuren oder ich mache nochmal einen Anlauf in dem nächsten. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück diesmal.
Ja, ich habe mich nochmal entschieden, wir machen doch nochmal einen Anlauf in diesem Riesennetz, damit wir das Thema dann auch irgendwann abgelegt haben können. Sorry, dass ich jetzt momentan echt so viel scheitere. Das ist gerade sehr schwierig für mich. Okay, versuchen wir es. Mal gucken, was wir diesmal kriegen. Los geht's. Welche Poké... wir haben Kyurem, Quasar. Das heißt, ich werde mir heute nochmal ein neues Pokémon holen. Und vielleicht haben wir mal Glück diesmal. Mal gucken, was wir diesmal kriegen. So, ich gehe alleine rein und habe Yoshi, Evelyn, Sören und Charlotte. Okay. Trifft Zepeli, Servol, Piondragi. Dann nehme ich mir natürlich das Piondragi mit. Du nimmst Zepeli. Du nimmst das Bisbark. Und du nimmst ein Klavion. Okay. Pflanze, Wasser. Was haben wir dann oben als erstes? Elektro. Das kann vieles sein. Das kann auch ein Raikou sein. Weil ich hoffe nicht, dass es ein Zapdos ist. So, fangen wir an mit Pflanze. Das erste Pokémon wäre in den Kokowai. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Es ist aber nur das Kanto-Kokowai. Es ist nicht ein Alola-Kokowai. Das Pokémon, was wir ja haben. Evoli im Team hatten. Ja, Drage jedenfalls haben wir drin. Kommt Fuß, Unlicht und Gift. Das heißt, wirklich viel soll das eigentlich nicht passieren. So, ich gehe auf jeden Fall auf die... Klar, dass ich auf jeden Fall auf der Dings gehe. Dass ich definitiv auf Kreuzschere gehe, um dieses Kokowai richtig Ärger zu machen. Bei Vielfachschwäche. Hält mich kurz. Ah, ich bleib bei der Kutsche. Die sind auf jeden Fall so gut. Kanon. Okay. Ah, ich hoffe, dass ich das mal anzeigen kann. Okay, warum gehst du nicht um die Geistattacke? Bleib dabei. Oh, was macht am meisten Sinn jetzt gerade? Lichtkanone, Klavian, und dann ist das Kokowai auch Geschichte. Ja, wenn ich mal so arbeiten würde wie in den Legibus. Du läufst so Ninjas, das dann durchgehen und Delegator geht, weißt du, so eine Kacke. Naja, guck mal. Eins. Und alle. Kokowai ist drin. So, brauchst nicht aufnehmen. Aber Sören nimmt es. So, Psycho. Okay. Wenn wir das machen. Eine Backpackerin. Was möchtest du denn von mir haben? Mein Schwächeschutz. So, das müsste jetzt dieser komische Calamari sein. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Aus. Ja. Calamaneo. Unlicht und Psycho. Dementsprechend ist das die richtige Wahl gewesen, weil somit kann ich mit Kreuzschere ihm natürlich noch mal richtig fies wehtun. Das zieht bei ihm ein Viertel des Lebensenergie weg. Blödler tut ihm natürlich auch extrem weh. Na, schade. Solarstrahl. Wie spielst du denn jetzt mit Solarstrahl aus? Mann, okay. Also ich gehe natürlich auf deine Energie drauf, weil ich muss auch mal irgendwas versuchen. Weil ich kriege sogar mit einem Zug down. Ich vermute aber nicht, aber ich vergebe es.
Sehr lang. Jetzt wird auch der definitiv letzte Durchgang gemeint, um diesen Riesen zu probieren. Beim nächsten Mal, wie gesagt, machen wir ein bisschen anderes. Jawoll! Ich hoffe, dass ich natürlich ein Pokémon zumindest fangen kann. Das ist bisher nicht hingekommen. Labian geht auf Knudla. Und trifft Tippi, die versucht weiterhin. Okay. Ja, ne, alles gut, wir haben es geschafft. Wir haben es Skalimir geschwächt. Ich nehme es mal mit. Das haben wir schon mal eingesackt. Das ist immer gut. Jawohl, genau. Syrin ist okay, dass du das jetzt mitgenommen hast. Das ist sehr gut. So, nächste Pokémon wird vom Typ. Ja, es ist doch okay. Es ist fehl. Ah, das nächste wäre ein Junglook gewesen. Das Feuer-Pokémon. Naja, wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, wir haben sogar schon eins. Wir haben ja schon. So, Elfon! Typ Fee und Pflanze. Warum nur nicht mit Giftattacken? Können wir halt mit einem Eisenschweifer drauf. Mein Gott, auch gut. Das ist das Prinzip, die, glaube ich, was so schwer angeschlagen ist. So, machen wir nochmal Vertigo. Jetzt brennt das zumindest sein Angriff auf jeden Fall erstmal geschwächt. Dreckschutz. Okay. Ja, das bringt ja nicht viel. Ich kann trotzdem weiter beim Eisenschweif. Jetzt haben wir gut die Hälfte von dir weg, zumindest mal. Flächen nach. Sehr gut, jetzt haben wir es. So, probieren wir es weiterhin. Labian geht ja weiterhin auf Trickschutz. Okay. Ich glaube, wir können ja nicht sehr effektiv getroffen werden. Aber ich weiß es nicht. Das geht auf jeden Fall. Okay. Das ist nicht schlimm, ich kann immer noch gut entstecken. So, der Eisenschlag tut echt ihm extrem weh. Die Flächenmacht kommt hinterher. Dann noch eine Psychokinese. Und jetzt noch eine vernünftige Attacke von Klavion und dann ist das Thema gegeben. Okay, Elfen setzt auf Vulkan ein. Trifft aber nicht, sondern mit Wasser. Elfen, down, jawohl. Ja, ich weiß, dass es momentan echt so schwierig ist. Wenn man mal Bock hat, in die Witze spielen, kann man das gerne machen. Kann man nämlich gerne auch mal einen Völligkurs an der Tisch vergeben und dann könnt ihr quasi auch mal mit mir zusammen zocken. Also, im Sprechen wird schwierig werden, aber mit mir zusammen zocken, warum nicht? Da ich kein Discord oder so besitze, also ich besitze schon, aber nicht auf dem PC. Weil ich. Sehr nimmt sich das auch, okay. So, und jetzt gucken wir, was Elektromäßiges haben. Es bleiben ja nicht mehr viele. Was bist du? Was zur Hölle bist du? Was zur Hölle bist du?
kann nur eine Ultra-Bestie sein. Ja, nee, ist klar, das Prinzip war kurz mich und den Dings weg. Ja, das war's schon. Also, wir werden wahrscheinlich das nächste Pokémon auf die Fresse bekommen. Ultrasonne, Ultramond. Das ist schon mal klar. Ich fordere mal die Gruppe an. Es ist definitiv eine Ultrabestie, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das ist eigentlich schwierig, das ist die reine Gitter. Ja, man kann nicht so viel reichen. Das geht jetzt. Das würde so wegbrezeln. Schon mal geschickt. Ich darf nur ein Pokémon noch sterben. Das werden wir nicht schaffen. Deine Riesenwelt ist sowas von verflucht, das kriegen wir momentan. Können wir echt nicht hin. Ah, natürlich. Push deine Angriffe noch weiter, du. So, wir haben jetzt unser Dings nur theoretisch, aber wie gesagt, wir brauchen ein Pokémon zu verlieren. Das kriegen wir nicht hin. Dazu, um was zu machen, weil das Viech direkt einen Ladungsstoß hinterher zieht. Also es weiß, wie es machen muss. Wenn alle vier da sind, einfach nur einen Ladungsstoß einsetzen und dann ist das Thema gegessen. Also wir sind schon wieder down. Ja, das war schon. Klar, wir genau wagen. Also wie gesagt, das ist deine Riesenmessung. Brauchen wir gar nicht mehr zu betreten, weil es bringt uns nichts. Wir haben momentan echt nicht die Pokémon. Ich werde mir das Kalam. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich nehmen soll. Ich nehme das Kalamieren mit, komm. Ja, bitte. Das macht gerade einfach null Sinn. So. Gut, dann ist es jetzt egal, weil wir sind durch. In der nächsten Folge. Damit habe ich halt nicht gerechnet. Ja gut, ich kenne die ganzen Ultrabestien nicht, ne? Das ist halt auch das Problem. So. Ich kann ja jetzt hier hinkommen. Zu Hause, mein Zuhause. Ja, versuchen wir es mal ins Pokémon-Labor zu bringen. Gehen. Ja, weil so macht es keinen Sinn momentan. Das bringt mir nichts. Wenn ich ehrlich bin, jetzt da ewig in 3 Tage rumzugucken. Wenn ich ehrlich bin, ja, hier brauchen wir auch nicht weiterzumachen. Eigentlich muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen After Story weiterspielen. Naja, wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich guck mal, ob das iPad noch eingesammelt wurde. Das ist nicht hier im 57 Gegenstand, das ist aber auch egal. Ja, egal, scheiß drauf. Ich werde jetzt in der nächsten Folge ein bisschen, oder das nächste Mal ein bisschen After Story spielen, um halt, um mal mit euch zumindest dann irgendwann mal einen anderen Teil anzuspielen. Ich kann bei Team steht nur das Legit, aber das ist mir halt nicht egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis